Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zusammen mit dem TBXR, mir und Moin. Dem Patrick von ML Modding. Moin. Wir sind jetzt auf einer neuen Karte, weil in der letzten Folge, wo wir aufnehmen wollten, ist unser Server abgestürzt und alles war weg. So, jetzt kommt nochmal der Patrick auf den Server und dann pressen wir für den TBXR neue Ballen. FPS-Zahlen sind direkt hochgegangen. Ja, das hat was gebracht. Die Pixel 100 Glückwunsch. So, letzte Bar noch. Okay, die rund um euch müssen wir langsamer machen. Hört ihr mal die Rundumleuchten von dem Ding an? Achtung gesehen. Alter, drehen die Dinger so schnell. Oh, Drive Control. Ich bin einfach mal hier oben in der Halle rein. Ja. Mach das. Das Ding hat sogar IC. Für die Tür, den Fenster. Und Beifahrerskript. Hat alles. War das schon standardmäßig oder hast du das ja, auch ja, aus? Das war schon. Okay. Ich kann nur die Reifen verbreitern und rundum Leuchten einbauen. Und Edstrip anbringen. Und ein bisschen Reifen verbreitern. Den gar nicht. Der Lexion, der hier bei uns rum hoch steht, bevor man sich. Der ist von uns. Also ich kann nicht einsteigen, der Monster. Der wird bestimmt von links einer zugewiesen sein von Kuh. Wo ihr gestern ausgeliehen hatten. Ich guck mal weiter, oder? Aber wir brauchen heute. Ja, das machen. Wir brauchen heute eh wieder. Und der Big M ist wirklich so den letzten Rest vom Rohr. Ich frag mich, wie kamst du auf die Idee, so einen hässlichen Big M zu kaufen? Ich war das nicht, ich hab meinen eigenen. Ja, ich meine auch nicht dich. Das war der Chef von LU. Wer ist der Chef von LU? Niklas. So, den Ball noch und dann komme ich aufs nächste Feld. Ja. So, ich muss nur noch was kurz umstellen. So, ich komm jetzt. Ja. So. Wir müssen mal ein bisschen mehr reden, sonst wird das Video langweilig. Ja. Hast du irgendein Gesprächsthema? Nein.
LS19, ja. Wer hat sich von neuen Factsheets, die heute rauskamen? Ja, habe ich schon gesehen, aber ich habe mir noch nicht so viel genau angeschaut. Ich habe ihn mal schon vorbestellt auf Steam. Ja, ich habe ihn noch nicht vorbestellt. Ich gehe mir an dem Tag den Laden kaufen. Ich habe auch mal so vorbestellt. Ja, ich habe den LS17 habe ich auf CD gekauft. Das regt mich schon so auf, immer die CD einzutun. Ja, ich habe die CD immer im Laufwerk drin liegen. Ja. Ich brauche mein CD-Laufwerk etwas. Gibt's für Discord, ja, so wie bei Teamspeak, so Sprachaktivierung und Deaktivierung, damit ich nicht immer die Tasten holen muss? Ja klar, das musst du nur einstellen. Bei dem Channel hier kann ich erlaubt. Warte mal kurz. Erst musst du es in dem Channel hier erlauben. Ich weiß nicht, ob es hier erlaubt ist. In Admin ist es nicht erlaubt. Was überhaupt? Was denn? Damit man... Sprachaktivierung verwenden. Sprachaktivieren? Ja. Ja, die war hier deaktiviert in dem Channel. Okay. Da muss ich nur umstellen, oder? Benutzereinstellungen, also das Zahnrad hier in deinem Namen. Ja. Und dann Sprache und Video und dann einfach Sprachaktivierung statt Push to Talk. Ja, warte, ich stelle schnell um. Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay. Und die dürfte dann muten. Und wie tut man sich dann muten, wenn man zum Beispiel so wie bei Recent McManus. Die redet so schön vor mir hin und daneben schmiert mein Discord ab. Ja moin. Ja moin. Ich red so schön kaputt dahin und dann schmiert mein Discord ab. Weiß jemand, wie man einstellt, damit, wenn man, wie heißt das, muten will? Kann man einstellen, ja. Wie? Wie, keine Ahnung. Wenn es mir Einstellungen gehen. Und dann? Man muss gucken. Da steht nur Push to Talk. Hotkey oder sowas gibt's irgendwo noch, gibt's mit Sicherheit einen für. Den du einstellen kannst. Wie lange haben wir vor aufzunehmen heute? Eine Folge oder? Wenn du Lust hast, können wir 2, 3 aufnehmen. Ja, 2 maximal. Danach muss ich mal zu meinem Team zurück. Die gehen mir jetzt schon auf die Nerven. Ja. Ich höre Discord als im Hintergrund piepsen. Und sie auf dem Handy, dass sie auch mal ab und zu schreiben. Ja. Dann nehmen wir die und die nächste Folge noch auf und nachher. Viertelstunde ein, oder? Ja. Mach ich das nächste Feld schon, ne? Ja. Was du eigentlich auf das Feld drauf, wenn das gekrubbert ist, komplett? Davon ist es überhaupt. Das ist witzig. Ist euch. Ah gut, was soll da drauf? Weiß ich nicht. Irgendwas, was Geld bringt? Muss die wissen. Oder Geld oder Mais oder... Ich hab keine Ahnung, was wir machen wollen. Ob wir auch vielleicht ein WGA anschaffen oder irgendwie sowas.
gerade mal so an, was wir einen Mod drauf haben, alles. Ja. Ich habe einen groben Überblick gehabt. Ich freue mich schon auf den LS19, weil ich frage, da können wir die Platinum Edition im Garten spielen. Ja. Ich finde die neuen Stapler richtig geil. Ja. Ja. Das war schon ein geiler Trailer gestern. Das, was wir das wissen, halten, wenn wir auf ein bisschen, bisschen Silage machen. Ja. Aber nicht auf das Feld Mais werfen. Ja, kein Mama. Da bräuchte ich mir BGA dafür. Ja, gibt's auch der Karte noch, ne? Es gibt zwei BGA, ja. Aber die musst du beide erst freischalten. Achso. Wie viel Kurs hätten die? Warte mal, ich hoffe, aber unsere Felder sind mehr hier rechts. Dann setze ich mir die untere BGA anbieten. BGA Spattenbach. Er ist 685.000. Ja, Tor. Hat jemand den Komposter? Nichts für alle. Okay. Sonst wäre das auch noch ein schlauer Schachzug gewesen, den mal zu kaufen. Der ist schon gekauft. Ja. Yeah. Soll ich die BGA kaufen jetzt? Ja, Tor. Also BGA Stammbach ist ja nicht mehr du. So, noch schneller Thumbnail machen. Gut, wir haben die BGA. Die ist auch groß genug auf allen Fällen. Ja, jetzt muss noch das Geld zu dem LU zu weit, wo es abgezogen worden ist. Was abgezogen worden ist? Du musst die BGA. Oh, vielleicht muss man hier die BGA uns zuweisen. Ja. Tibor, kannst du das machen, bitte? Kann ich. Können nur Hofleiter. Ich meine einfach auf jeder, weißt du, weil wenn mir zum Beispiel jetzt ich das verkaufen will noch, dann jetzt geht an dich. Eine BGA. Ja, du kannst ja auch selbst eine BGA kaufen. Gibt dir noch eine. Ja, oben die, ich bin unten. Ja, weißt du, müssen trotzdem die BGA zu, müssen wir diese ganzen 1 Dollar Posten, also 1 Euro Posten aufsammeln, das ist ätzend. Weißt du, aber wieder mit uns Geld zugewiesen wird. Wenn du verkaufen willst, sag mir vorher Bescheid, dann kannst du das selbst zuweisen. Weil ich habe keinen Bock, die ganzen 1 Euro Dinger aufzusammeln. Wir sind da schon wieder am Ende des Videos. Wer will abmoderieren? Du. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da, schreibt ein nettes Kommentar, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.